Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get In Your Horizon. Ja, endlich bin ich wieder fit genug, um wieder aufnehmen zu können. Und dann habe ich mich auch gleich an GT wieder geschmissen, da es mir hier mal endlich weiterkommt. Nein, ich habe es nicht aufgegeben und nein, ich werde es nicht aufgeben. Dafür mag ich GT zu sehr. Ich bin nur gespannt, jedes Mal, wenn ein Update rauskommt, was sich alles verändert hat. So, ich mache gerade das, was ich selber nicht mag, rumrennen. Ich räume mal gerade mein Inventar ein bisschen auf. Merke gerade, da habe ich wieder alles Mögliche rumfliegen. Gut. Was will ich machen in der Folge? Ich will auf jeden Fall an der Rakete arbeiten. Ich bin auch gerade dabei, so viel wie möglich noch Tulun herzustellen, falls wir Industrie-TNT brauchen. Und dass ich da genügend herstellen kann. Ein bisschen was habe ich schon. 15 Stück, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Da ist jetzt noch irgendwas drin. Das ist halt immer leider das nötige Übel. Man muss halt alles erstmal herstellen. Ja, genau. Und ich bin halt leider noch nicht so weit, dass ich das halt massiv überall herstellen kann. Vor allem in GT nicht. Genau. So, dann schaue ich mir mal die Quest an. Und zwar, ich brauche das Space Race. Diese Quest haben wir ja abgeschlossen. Jetzt kann ich gleich mal gucken. Da brauche ich Compressed Steel. Da brauche ich... Ah, da brauche ich nur die Rocket. Nee, ich brauche... Ja. So, also Compressed Steel, das claim ich mir gleich mal. Ist oben auf jeden Fall noch was drin. Das ist doch schön. Aber da wollen wir sowieso hin. Also, wir brauchen jetzt als nächstes den Computer. Für den Computer brauche ich Soldering Alloy. Ich brauche ein Display. Ein Display, das wusstest du nicht in der Assembling-Maschine bauen kannst. Ich bin begeistert. Das heißt, ich brauche Polyethylen-Sheets. Ich brauche einen Computer. Das kannst du wenigstens bauen. 4 Aluminiumplatten, eine Glaspane. Schauen wir mal, wie weit das mal kommt. Ne, Display. Display war es, ne? Nicht Monitor. Display. Computing Monitor Cave. Okay, also ein Glaspane. Ja, mein Faszinieren geht weiter. Ich finde mal wieder nichts. Ey, das hätte mir beinahe in Hintern gebissen. So, das räumen wir später auf. Okay. Also Glaspane haben wir. Dann brauchen wir Aluminiumplatten. Ja, okay, die weiß ich, wo sie sind. Beziehungsweise die Ingots. So, dann machen wir hier die 1 rein. Gut, haben wir die auch. Lapis habe ich da. Ja, ich suche lieber momentan. Lime und Rose habe ich auch da. So, das heißt, ich brauche jetzt aus dem Lager Lime und Glowstone. Ich schätze mal, da wird eher das Glowstone das Problem sein. Lime habe ich. Habe ich hier Glowstone rumfliegen?
Nee, im Lager nicht. Die habe ich nämlich in der Erzverarbeitung. Denk mir so, nee, so weit war es noch nicht. Okay. Ein Glowstone, reicht es? Jo. So, dann hätte ich gesagt, ab in die Werkstatt. Wir brauchen unseren Assembler. Brauche ich da drin irgendwas? Nö. Also dich rein, dich rein, dich rein, dich rein, dich rein, dich rein. Und dumm schauen. Ja. Also nochmal. Ich habe vier Aluminiumplatten, eine Glaspane, Lapis und Glowstone. Aluminiumplate, Glaspane, Glowstone Dust. Und was brauche ich noch? Rose Red, Lime Dye. Oh oh. Es wechselt nicht durch. Kann man das umwandeln? Oh nee. Mach mich fertig. Kann jetzt zwar sein, dass ich jetzt einfach nur blind war, dass ich das nicht gesehen habe. Das wäre natürlich jetzt total bescheiden. Lass mich mal schnell zu den Gewächshäusern. Habe ich da unten. Ich habe doch, glaube ich, auch Kakteen aufgestellt, oder? Ja, genau. Den muss ich ja. Was muss ich dich reinhauen, dass du da Leim, dass du da Grün draus machst? Ich muss es brennen. Okay. Habe ich ein Bone Meal da? Natürlich nicht. Aber vielleicht habe ich einen Knochen da. Oder auch nicht. Ich merke schon, ich bin total super vorbereitet, aber nein, bin ich nicht. Aber wenn ich mich jetzt nämlich nur noch vorbereite, dass ich. Ah, schaut mal. Aber da haben wir doch Bone Meal. Dann kommen wir zu gar nichts mehr. Das wird auch mal irgendwann Lücke füllen, Folgen geben. Wie in Serien. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich in der Story erzählen will. Ach, egal, mach mal irgendwas. Alloysmelter, Electric Furnace. Der hat gewonnen. So, das heißt, jetzt haben wir dich und dich und dann ergibst du Lime Dye. Also an dem war es gelegen. Sehr schön. Also er mag Lime Dye von Greg Technik. Computermonitor. Ich muss mir das mal schnell. Notieren. Dass wenn ich da mal wieder mit Stream rede, dass ich das mal anspreche. So, beziehungsweise ich schreibe. So, wir haben den Monitor. Und Display muss ich mir auch aufschreiben. Ich finde sowas schade, wenn es sowas nicht als Rezept gibt für den Assembler.
Weil sowas ist, bastelt man ja wirklich ein Assembler zusammen. Okay, also, ich brauche jetzt zwei Polyethylen. Ich brauche noch zwei normale LV-Circuits. Die habe ich. Dann brauche ich ein Zinnkabel. Ich brauche zwei Eisenschrauben. Habe ich keine Eisenschrauben mehr? Ich bin schon ein Amis. Ein armer Drache. Ich habe nicht mal mehr Schrauben. Eisenschrauben. Ingots kann ich auch mal rausnehmen. Bringt sowieso nichts. So, dann waren die Bolts dann hier. Jawohl. Da habe ich nämlich, ja, wir brauchen nämlich auch die Pipes, weil ich muss nämlich auch noch Pipes verlegen nach hinten. Dass wir unseren dritten Pyrolyseofen mal als ans Wassernetz kriegen. Die Lathe war hier. So, das heißt, ich habe jetzt meine Schrauben. Jetzt hoffe ich nur noch, dass ich Polyethylenplatten da habe. Da schon mal nicht. Kriege ich. Muss ich die gießen? Was, wenn ich dich im Aloysmelder mache, brauche ich zwei dafür. Ah, da. Extruder. Muss ich nur noch wissen, wo der Extruder ist. Ha, ha, ha. Ist immer schön, wenn man stundenlang Maschinen sucht. Es muss auf jeden Fall eine Maschine sein, die wo ich nicht so häufig brauche. War das jetzt gerade mein Ernst? Also ein Extruder ist da hinten. Das ist mir jetzt gerade so richtig klar geworden. Es muss eine Maschine sein, die wo ich nicht so häufig brauche. Ja. Ja, ich habe es wirklich gesagt. Ich kann es auch nicht mehr zurücknehmen. Ich habe sozusagen, als ich es ausgesprochen habe, sofort meinen Fehler bemerkt. Kann ja mal passieren. Ich brauche den halt nicht so häufig. Bin da, glaube ich, heute schon zweimal dran gewesen. Ja. Also, wir haben das. Wir haben den da. Wir haben das da. Dann brauchen wir das da. Sehr schön. Wir tauschen es nochmal aus. Ich brauche noch ein Zündkabel. Zündkabel. Ja, das sind die Kabel. Zündkabel. Ja, das war ja schon glücklich, wenn man eine Sache schafft. Jawohl, ich hab das Display fertig. So, jetzt brauche ich noch das Computer Case. Das Computer Case brauche ich. Polyethylen.
Das ist das kleinste Problem. Aluminium-Casings. Ich brauche ein Circuitboard. Oh. Wie ich mich kenne, haben wir alle Circuitboards schon verbraten. Ne, der ist noch an. Juhu! Ja, wir haben nämlich festgestellt, dass immer wieder der Raum hier ausgeht. Und wenn das halt 10 Minuten, 15 Minuten dauert, bis der Raum wieder sozusagen auf 100% ist, dann wird man, ja, wahnsinnig. Jetzt wird es auf jeden Fall spannend. Ich habe nämlich schon ewig so ein Teil nicht mehr gemacht. Ja, und diesmal laufe ich. Können wir auf dem Weg laufen? Dafür habe ich den Weg auch gebaut. Ja, wobei das ist ein Gehsteig, ne? Ja, man sieht hier so viele Autos rumfahren. Ja, aber wir können zu dritt aneinander vorbeilaufen, ohne uns zu stoßen. Ja, können nicht viele behaupten. Also Display habe ich. Das heißt, ich brauche jetzt für dieses Rocket-Ding da. Ne, Heavy Duty Plate. Okay. Die habe ich da. Modern Polyethylen. Wie viel brauche ich denn? Reichen 72? Für dich ja. So, ich brauche ein MV Machine Casing. Das sind 8 Aluminium. Auch Poly. MV, ne? Das heißt, ich brauche dich als Kabel. Ich nehme jetzt gleich mal ein Dutzend mit. Ja, genau. Beim neuesten macht man es so. Ja. Danke. Jetzt ist das schon mal drin. Assembler. So. Halt. Bevor ich... Ich brauche nur ein MV Machine Casing. Ja. Schön. Ist schon längst gehabt. Alles klar. MV Machine Casing. Dann brauche ich... Die Tastatur, wo habe ich die hin? Die habe ich nie rausgenommen. Gut. Gut, dass ich das Computer-Casing schon gebaut habe. Hat keiner gesehen. Ah, und das ist Soldering Alloy. Ist aber egal. Soldering Alloy. Soldering Alloy, Soldering Alloy. Okay, du hin. Und dann du hin. Nee, du kommst dahin, da kommt hier die Tastatur hin. Jetzt brauche ich noch einen Emitter und einen Sensor. In HV. Bin ja total glücklich, dass ich hier alles da habe.
Also Sensor in HV. Das heißt, ich brauche ein HV-Circuit. Ich nehme mal gleich zwei mit. Ich habe da so eine Ahnung, glaube ich. Dann brauche ich Stainless Steel Plate. Vier. Ich merke gerade, das komplette Stainless Steel ist fast weg. Nicht gut. Also, ja, da war ich gerade drin. Ja, wenn man halt nicht mehr weiß, wo man ist. Und ich brauche noch ein Eye of Ender. Das heißt, ich muss wieder ins Lager. Ich brauche zwei Eye of Ender. Und ich brauche noch Chrom. Ich sollte nachgucken. Ich darf hier nichts als gegeben nehmen. Im Chemical Reactor, okay. Blaze gehen wir auch bald aus. Ich suche nach Blaze Powder, er findet es nicht. Sehr schön, stehen wir davor. Ich brauche jetzt noch Chrom. Gehen wir mal schnell in die Erzverarbeitung. Es regnet schon wieder. Um das. Chromdust muss ich, glaube ich, hier machen. Also Chrom-Ingots meine ich jetzt. In der flüssigen Version kann ich es raushauen. Fluid Extractor. Der Pulver an. Weil ich vermute, es hat er rausgenommen. Ach, ist egal. Komm. Blast Furnace. Kelvin. Output, brauche Input. Na? Achso, werde ich bestimmt ein Einsatz-Circuit brauchen, ne? Ja. Einsatz-Circuit. Danke. Und du läufst wie lang? 20 Sekunden. Nachmittags 3 und es regnet schon wieder. Ich merke das gerade. In Minecraft habe ich mittlerweile noch schönes Wetter. Also naturmäßig ist es super, ne? Weil Natur freut sich auf Regen. Irgendwie in Minecraft freut man sich nicht drauf. Wäre auch gemein, ne? Wenn es nicht regnet, musst du beregnen, weil sonst geht dann wird dein Rasen braun und wenn er dann weiterhin nicht gepflegt wird, ne, geht er kaputt. Ich bin gerade gespannt, wie viele Leute gerade Schnappatmung haben, welcher diese Aussage.
Du kannst doch so eine Aussage nicht tätigen. Du weißt doch. Es könnten einige Leute zugucken, die das einbauen könnten. Ja und? Wo ist das Problem? Ich spiele ja schwierige Packs, um es nicht leicht zu haben, ne? Wobei schwierig stimmt's ja eigentlich gar nicht, ne? Es ist herausfordernd. Ja, klar. Aber schwer? Es dauert halt alles länger. Der Spielspaß hält viel länger an. Okay, auch ab und zu der Frust, aber ist fast dasselbe. So, das heißt, ich muss jetzt wieder Folie reinschmeißen. Kann man schon wieder Zucker holen. Kann ich das mal wieder durch den Maserator jagen? Naja, aber vielleicht brauche ich es gar nicht mehr so viel, wenn ich die Quests richtig abgebe. Also. Das heißt jetzt, ich habe jetzt die Eye of Ender. Ich habe die Ding. Ah, den Sensor habe ich sogar schon drin gehabt. Sehr schön, dass ich mir den so reingebaut habe. Und jetzt brauche ich den Emitter. Auch in HV. So, HV. Wollte gerade sagen, kann nicht sein. Ich habe doch gerade zwei Ingots durchgejagt. Da waren noch welche drin. So, Eye of Ender. Ich brauche noch Goldkabel. Ah, ist auch drin. Emitter. Und auch gleich Spann. So, hat nicht lang gedauert. Ich den Sensor auch mitnehmen. Die Heavy Duty Blade brauche ich noch. Und Soldering Iron brauche ich auch noch. 500 und ein paar zerquetschte. Sind, glaube ich, 4, ne? Soldering. Okay. So, halt mal in der Hand. Es ist eine HV-Maschine drin. Also nochmal. Computer Case, Keyboard, Display. Computer Case, Keyboard und Display. Emitter HV, Sensor HV und Heavy Duty Blade. Hier eins. Und 576 Liter. Soldering Alloy. Mit 400 Kelvin. Haha, ja. Ach, Drag. Komm, fang mal lesen an. Ich war noch gerade in dem Raum, ne? Ich weiß noch nicht, habe ich eine Assembling-Maschine da hinten schon drin? Ich muss jetzt erstmal mein Zeug aufräumen. Hunter. Das kann ich ins Hunter packen. Komm, die Farbe packe ich auch mit rein. Das ist meines Backpack. Steel und Poly tue ich auch noch weg. Und dann räumen wir mal schnell den Schlafsack aus, legen uns mal kurz auf den schönen Steinboden. Ich glaube, mein Männchen kann schon gar kein normales Bett mehr sehen. Der fragt sich, ey, was ist denn da so weich? Ist ja eklig. So, und jetzt Labor. Jetzt werde ich mich gleich freuen, weil ich dann bestimmt feststelle, ich habe noch keinen Assembler gebaut für hier.
Ich habe einen Circuit Assembler. Ich habe es mir fast gedacht. Aber ich habe keinen Assembler. Ja, schön. Ich bin begeistert. Bin gerade beim Überlegen, ob ich den einfach jetzt abbaue und mitnehme. Aber ich brauche den. Nee, ich brauche den zu häufig. Aber ich habe kein Stainless Steel gerade mehr. Ich habe das ganze Stainless Steel. Ja, okay, ich hab noch genügend Platten. Ja, nee, ich muss. Ich brauche die Konvoiermodule und die Roboterarme in HV, jeweils zwei. Das heißt, ich bräuchte nur noch ein Konvoiermodul. Ja, ich brauche Stainless Steel. Und ich brauche Silver Cable. Habe ich Silver Cable da? Ich glaube, war das ein Vierer? Oder war das ein Doppel? Ein Doppel. Also Vierer habe ich eins und ich glaube, Doppel habe ich zwei. Oder sogar drei. Drückt Daumen, dass es reicht. Ah, ich brauche nochmal zwei. Brauche zwei Motoren. Und das Schlimme ist, ich brauche die Roboterarme auch noch. Die brauchen auch noch mit Motoren und Pistons. Ich habe mich gerade umentschieden. Ich nehme die zwei doch mit. Lieber baue ich sie nochmal ab. Weil das dauert mir jetzt zu lang. So, was bist du? Du bist ein 8er Annihilated Copper Cable. Ein 8er. Habe ich keins. Das ist ein Copper Cable. Brauchen Annihilated. Achso, da. So viel zu, ich habe keins. 38 oder so. Minimum. Wo ist das Labor? So. Dann kommt der Tank jetzt drauf. Lass mich rein. Soldering ist drin, also Computer, Tastatur, Display, Emitter, Laser, das Ding. Was? Wieso gehst du aus? Weil hier alles MV ist und ich brauche HV, ne? Nein! Ja, ist ja gut. Ich will nicht nochmal alles bauen. Ja, nee. Du kannst deiner zu helfen, musst du wissen. Ich baue eine HV-Batterie. Ja, ich habe nur Il gelesen. Brauch aber La, nicht Le. Am besten auf der Türschwelle stehen bleiben. Dass der Reinraum nicht mehr rein bleibt. Full Drag. Wenn ich dann durch bin, ja, kann ich den dann hinten ins Eck stellen. Aber da habe ich nämlich ein HV-Kabel.
Ja, ich würde ihn irgendwann wieder abbauen und mit nach vorne nehmen. So, juhu! Wir haben es geschafft, den Rocket Control Computer Tier 1. Hey, hurra! Wenn wir in dieser Geschwindigkeit so weitermachen, ne, sind wir. Ja, mit der Rakete. Und dann zu Weihnachten fertig. So, was brauche ich jetzt für die Rocket Fins? Ich brauche davon 4 Stück. Ich probiere es auf jeden Fall noch. Moment, ich muss gucken. Brauche sowieso Werkzeug. Das heißt, ich komme jetzt rauf. Das ist da, das ist da. Rocket. Rocket Fins. Ich brauche, was habe ich gesagt? Ich brauche eine Säge, eine Feile und einen Hammer. Genau, also auf Deutsch das, was alles da drin ist. Hervorragend. Wir brauchen hier insgesamt 4. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, ich habe die nächste Quest fertig. Yay! Für die Rocket Nose brauchen wir Stainless Steel Screws. Ich brauche eine Inverted Red Cage Lamp. Ich brauche ein Leck. So, da habe ich 32 hinten, als hätte ich es gewusst. Mit der Kathode brauche ich einen Assembler. Mit der Redstone Torch. Sehr gut. Ich und dich. Achso, ja, nee, ich brauche das Ding. Ich glaube, das geht auch in LV. So, rein. Molten Redstone, 144. Das ist einer. Sag mir bitte, ich habe Redstone da. Danke. Yay. Gott sei Dank habe ich das Ding. So, dann brauche ich Circuit Nummer 1. Und es läuft. Yay. Also das Lustige ist, für das Innenleben haben wir 90% der Folge gebraucht. Für den Rest, ja, nicht. Was brauche ich denn eigentlich noch dann für die, also die Nase, da bin ich jetzt schon drüber. Okay, Rocket Engine. Ich brauche 2 Nasen. Warum lese ich das nicht? Ne, ich brauche eine Inverted Lamp. Ich brauche ein. Achso, 0,2 Tasks. Ja, ist ja gut. Ich bin verwirrt.
Lasst mich. So, dann brauche ich noch von dir 3. Wie viel habe ich? 2. Drei Eisenrods im Assembler. Sag mir, dass ich jetzt 3 Eisenrods habe. Weil sonst fange ich es vorhin an. Circuit Nummer 3. Ah, ich habe Long Iron Rods. Nein, du. Brauch die kurzen, nicht die langen. Das sind sie. Die sind zu lang fürs Gitter. Danke. Ja, jetzt yes, mal hier. Ein Red Luma. Also. Nee, da ist es nicht. Da ist es. Sehr schön. So. Kommt da ein drittes hin? Brauche ich Werkzeug? Nein. Aber ich mache es trotzdem oben. So, das heißt du, du. Und das, was ich unten vergessen habe. Ja. Verwirrt halt, geht weiter. So, dann was ist du, du und du. Und du kommst dahin. Und was brauche ich noch? Heavy Duty? Nee. Nix. Und fertig. Entschuldigung. Ich dachte, da kommt noch was. So, die Nose brauche ich jetzt. Hammer und Schraubendreher. Damaskusstahl da, aber kein Stainless. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir noch 2 Stainless Steel Screws da haben. Also. Steel. Habe ich ein Stainless Steel? Da. Ja. Jo. Du kommst dahin. Nein. Du kommst wieder dahin, wo ich dich hab. Weil jetzt habe ich ihn gefunden. Also da kommt dann der. Ah, du kannst da was reinschmeißen, aber nichts mehr rausnehmen. Auch faszinierend. Das war jetzt, glaube ich, so. Nein, das war, glaube ich, so. Dann war das so. Und da die Lampe. Jawohl, und ich habe die Nase. Das sind wir doch jetzt schon mal zufrieden. Das heißt, ich habe jetzt geschafft, die Rocket Nose, ich habe den Rocket Fin, ich habe den Small Fuel Canister, muss ich jetzt noch bauen. Davon brauche ich 2. Und die Rocket Engines brauche ich auch 2.
muss ich mal gucken. Wo muss ich das Ding eigentlich zusammenschustern? Da drin. Okay. So, dann haue ich schon mal das alles jetzt rein, was ich jetzt schon habe. Die Nase und die zwei Teile da. Achso, das haue ich nicht rein, weil es kommt wieder raus. Ja, toll. Aber ich habe unten eine Kiste. Gehe ich mir jetzt holen und schmeiße die daneben rein. Weil ich kenne mich. Ich verschlampere das irgendwann. So, also die Spitze. Davon 8 Stück. Die Triebwerke. Okay, das heißt, ich brauche noch einen Lander. Ich brauche noch den Controller. Den Controller habe ich ja auch noch. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wieso muss ich eigentlich zwei Rocket-Dinger bauen, wenn ich für die Rakete nur einen brauche? Habe ich irgendwas verpasst? Weil es ja kaputt geht und ich brauche noch einen zweiten oder was? Ja, ist egal. Aber da kümmern wir uns das nächste Mal drum. Weil dann sind wir vielleicht beim nächsten Mal schon auf dem Weg, die Rakete fertig zu kriegen. Dann dürfen wir uns um den Treibstoff kümmern. Wird noch viel lustiger. Da haben wir auch noch etliche Probleme. Bei uns geht ja auch immer wieder das Öl aus. Das heißt, wir werden jetzt irgendwann uns auch den Oil-Rig und dieses Seismo-Dings da angucken müssen. Wird auf jeden Fall auch noch interessant. Ja. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, schreibt es mir in die Kommentare und sonst sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.